Hallo, am Montagmorgen, der 8. April haben wir es, 7 Uhr, kurz vor 7. Ich bin auf dem Weg nach Neunkirchen zum Cut, zum 336. Ja, genau. Den fahre ich dann rüber nach Ingelheim in dieses Pharmaunternehmen. Ich war immer auf die letzten Meter. Immer und immer wieder. Jedes Mal selber. Sorry. Und dann werde ich vermute ich, dass ich dann wieder rüberfahre nach Imsbach und den Königstiger, dass ich diesen Holzernter wieder laden werde. Er muss jetzt wieder zurück in die Nähe, wo ich den anfangs hingefahren habe, in die Nähe von Alsenz. Könnte lustig werden. Aber schauen wir mal. Fahren wir jetzt erstmal den Cut-Bagger, bis ich Ingelheim unten bin, ist es bestimmt, bis ich da leer bin, ist es bestimmt 11 Uhr vorbei schon. Ich mache stark davon aus. Ja, gleich mal gucken, ob die Ausfahrt, aber ich denke, die Ausfahrt bzw. die Einfahrt in die Gegenrichtung wird, denke ich, immer noch gesperrt sein. Das sah so wild aus, als ich das letzte Mal hier war. Werde ich wieder hinten rumfahren müssen. Löwen. Die ist definitiv noch gesperrt. Okay, alles gut, wenn ich das ja weiß. Thank you.
Oh, haben wir es da. Haben wir es bald. Ja. Igelheim habe ich das war dann mit dem alten Fahrzeug, habe ich am Dienstag, glaube ich, war das, Dienstag nach Ostern, habe ich den Bagger weggeholt. Und heute fahre ich wieder den Bagger hin. Ja, gar nichts mehr machen hier, ne? Muss ja gar nichts mehr machen hier. Doch, ein bisschen was schon. Das wird mir jetzt zu schnell hier runter zu. Bisschen zart. Sorry. So, guck, steht der Bagger oben? Bagger steht oben. Weiß nicht, ob ich hier reinfahren soll, aber der Parkplatz ist ja noch komplett frei. Ne? Also fahren wir da hinten rein. Fahren wir da hinten rein, alles gut. Hat er auch. Na komm, fahr mal jetzt. Nur noch an. Zu arg in die Kurve gerast. Skandal. Ich bin abgeschnallt. Sorry, es könnte gleich laut werden. Ist er nicht mehr da? Doch, was ist da? Eine Sperre machen wir mal rein. Hier oben könnten nicht die Fernbedienung brauchen. Könnte. Super. Na super, da hat zwei Löffel dabei. Manchmal denke ich einfach, die wollen mich nicht verstehen, oder?
Manchmal denke ich einfach, die wollen mich nicht verstehen. Gut, ich kann den einen Löffel, der ist nicht groß, den können wir. Schwenklöffel, der hier liegt, den können wir am Bagger lassen, das sollte gehen. Baggerfahrer noch nicht da ist, wundert mich. Gott, kriege ich hier gedreht irgendwo. Und der Radler wäre rum wahrscheinlich, ne? So machen. Muss es so machen, ansonsten wird es nicht gehen. Ansonsten wird's nicht gehen. So, laden. Sorry. Ich habe jetzt Reifendruck an Anzeige. Okay, und der zeigt mir jetzt vorne, zeigt er mir 12,8. Eigentlich nicht passen, ne? Eigentlich nicht passen. Vielleicht nochmal, das geht alles nochmal runter jetzt gleich. Da stehe ich wieder nicht gerade. So, Rundumlichter, Kollege fährt mit. Die Lenkung. Durch den Brabbel durch hier. Schön durch den Brabbel hier durch. Bleib fast stehen. Bleib fast stehen.
So. Das ist einfach mit dieser Weitwinkelfunktion, das ist einfach geil. Kann man sagen, was man will. Hab immer das Fahrzeugende, sehe ich immer. Das ist einfach geil. So, oh, Mikrofon da wieder umgefallen. Parkplatz wieder frei hier vorne. Der erste, da war eben zugeparkt. Bitte? Bitte, die Wicke ist wieder frei. Ja, ja. Ja, das ist gehört. Ja, hat eine Schelle gehört. Alles gut, Digga. Oh, vielleicht. Und Fahrzeug innen drin ist auch wesentlich ruhiger, wesentlich leiser. Kühlschrank oder so, ja. Gut, ich weiß nicht, ob es ist, weil er neu ist, aber da wartet auch nichts. Kommt vielleicht noch. Aber der fühlt sich insgesamt fühlt sich das alles ja, innen drin fühlt sich alles ein bisschen stabiler an. Kühlschrank, hier diese seitliche Sonnenschutzrollos, das war alles, war zwar da, es hat alles funktioniert, so wie es halt sein soll, aber es war halt immer, ja, also das hier ist wesentlich stabiler. Ja, das Allergeilste finde ich ja immer noch das hier, Linken. Ich muss nichts machen. Natürlich nur, wenn der Tempomat drin ist. Hatte ich eben schon mal den Fehler gehabt, dass der nicht drin war. Und ich denke, warum geht das nicht? Na, das ist jetzt aber nicht. Warum gibst du jetzt schon wieder Gas, Alter? Das ist okay. Gut, kann ja nicht alles gut gehen. Vorführeffekt. Meister, dann fahr. Ja, fahr oder lass es sein. Ja, dann warte halt jetzt. Ja. Sorry. Ich selbst bremse, weil ich den Tempomat nicht drin habe. Alles gut. Ja. Und er hat nicht gebremst und hat nicht gebremst und hat nicht gebremst, bis mir aufgefallen ist, dass ich den Tempomat gar nicht drin habe. Also Tempomat muss drin sein und dann macht er das alles von selbst. Wie gesagt, dass mal was nicht funktioniert, so wie eben hier. Ich gehe davon aus, der ist
Fahrzeug sein Plan war, dass ich geradeaus weiterfahre. Dass ich erst quasi die nächste Ausfahrt nehme. Gucken, was hinten auf dem Parkplatz los ist. Über den Bordstein gefahren wird. Und jetzt noch mal an die 30 Grad. Morgen wird es schon wieder kälter. Morgen wird es nur noch 20 Grad und wieder häufiger Regen. Ist immer noch 30 gewesen? Aber ja, ne? Bremst noch nicht, ja, also geht von selbst runter, aber ich glaube, stehen bleiben wird er nicht. Ne? Nee, ich glaube nicht. Spätestens wenn dieses Piep kommt, dieses Blub, so richtig kann das nicht nachmachen, auf jeden Fall, dann weiß ich als Fahrer, oh, jetzt solltest du bremsen. So, der Parkplatz sieht gut aus, der sieht leer aus. So soll das sein. Doof ist, ich muss jetzt anfahren, muss jetzt anhalten, obwohl ich einen Ausweis habe für rein. Muss mir eine Einfahrt holen. Und später, wenn ich rausfahre, muss ich den Einfahrtschein wieder abgeben. Brauche ich auch kein Ausweis, wenn ich mich doch anmelden gehen muss quasi. Ja. So. Meld mich dann später wieder, wenn ich rausfahre. So, 12:30 vorbei. Ich hab lange niemanden erreicht, bis ich endlich mal wusste, was ich jetzt machen soll. Fahre ich nach Hause?
Laden A29, Mobilbacke. Zwei Löffeln. Und den bringe ich dann nach Gau Krehweiler runter. Viertel vor drei haben wir es. Ich bin auf dem Weg nach Gau Krehweiler. Ich glaube, Gau Krehweiler hieß es. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ich weiß, wo es ist. Hab hier den Radbagger geladen. Mal gucken, normalerweise, aber ich glaube, ich fahre Dielkirchen durch, das ist, glaube ich, kürzer. Normalerweise würde ich jetzt hier hinten quasi Richtung unserem Erzählplatz fahren. Ja, dann müsste ich aber Gerbach durchfahren und so, wenn ich Dielkirchen reinfahre, fahre dann gleich rechts ab und dann kann ich, komme ich in der Gerbach, komme ich dann wieder. Auf meine Strecke. Nicht rasen, Kollege, nicht rasen. Und dann auch, wenn ich den Königsteger, den fahre ich, ich denke, heute nicht mehr, bis ich leer habe, ist es etwa 4 Uhr. Muss ja den Bagger noch ein Stück per Achse quasi fahren. Und dann denke ich, dass ich den morgen fahre. Vielleicht nicht morgen früh gleich, aber ja, da muss ich auch hier lang fahren. Da muss ich Dielkirchen durch, da muss ich aufpassen. Da ist ein recht bescheidener Bahnübergang. Falls der frei ist überhaupt, das weiß ich gar nicht. Wenn der nicht frei ist, weiß ich nicht, was ich dann mache. Da müsste ich wieder hinherum fahren über Alsenz, Obermoldel. Und in Obermoldel dann quasi links abbiegen, aber das ist bescheiden eng dort. Es ist wirklich bescheiden eng. Da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da bin ich einmal mit dem Dreiachser durchgefahren und das hat mir, glaube ich, gereicht. Dreiachser habe ich gerade nicht. Also müsste ich mit dem Vierachser durch da und wie gesagt, ich glaube, das wird mir stimmen. Ja. Oder der Kollege bleibt bei mir und fährt vorne her und macht dann die Straße dicht. Das wäre natürlich auch machbar. Was ist mit dir los? Warum bremst du? Erstmal wird voll in die Eisen gegangen und dann wird auf 70 hoch beschleunigt, ja? Okay. Ja, wenn ich, ich bin wieder vom Weg abgekommen. Wenn ich
Dann hin rum über. Strandkollege, okay. Wenn ich über Obermuschel fahren muss. Ja, das sehe ich jetzt halt leider nicht von hier aus, weil ich biege jetzt wieder rechts, biege davor schon rechts ab. Wenn ich da fahren muss, muss ich halt auch wieder außenrum fahren über die Autobahn. Weil hier durch ist immer noch gesperrt Richtung Kreuznach. Theoretisch dürfte auch nichts Größeres entgegenkommen. Ich muss mal den Tempomat hier ausmachen, der ist mir zu wild. Bad Kreuznach, ja, bleib einfach mal nicht stehen. Wenn hier die offizielle Umleitungsstrecke ist, ne? Der Hinterahre ein bisschen was los sein, denke ich. Mein Gott, ich doch gibt, ja. Korrekt. Korrekt. Ja. Aber den Spritverbrauch ein bisschen hochjagen. Momentan bei 46,7. Ist halt noch alles neu und hat auch normal, dass er am Anfang halt ein bisschen mehr Sprit braucht, ein bisschen wenig Kraft hat. Und dann, so nach 20.000, 30.000 Kilometer und dann hat sich das alles eingespielt. Spritverbrauch wird nicht wesentlich weniger, aber er wird weniger. Muss ich mal gucken, ob ich am Ortseingang vielleicht, also ich werde am Ortseingang stehen bleiben. Laut Google Maps sieht es aus, als wäre da eine recht große Kreuzung mit Feldwegen quasi. Vielleicht kann ich da drehen. Gucken wir mal. Thank you.
Da unten kommt jetzt eine sehr bescheidene Kreuzung. Ja. Jetzt habe ich so viele Fahrzeuge hinter dran. Normal fahre ich da als Englisch raus. Also ich fahre auf der linken Spur raus. Normal. Wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, ich habe so viele Fahrzeuge hinter mir. Ob das dann gut geht. Sorry, das Mikro hat gerade wieder. Mikro ist gar nicht an, oder? Ich habe schon wieder Angst gekriegt, dass das Mikro wieder gar nicht an ist. Hei, Karaba. Wenn ich jetzt halt gucken, wenn da wirklich so viele Fahrzeuge innen dran sind, dann fahre ich, gucke ich, dass ich den normalen Weg rausfahre. So ordnungsgemäße. Wenn ich dann Ruckenhausen gefahren wäre, an unserem RC-Platz vorbei, dann wäre ich jetzt hier von rechts gekommen. Mach immer noch den. Oh, reicht mir das. So, ich müsste jetzt rum können hin, ne? Ja, ist alles. Ach, sorry, gerade jetzt habe ich nicht auf Weitwinkel gestellt. Ah, blöd, Mann. Entschuldigung. So, den Ort noch durchgehe und dann nächster Ort. Meine ich mal, wäre meine. Diese Strecke hier sind wir auch gefahren, als ich das erste Mal den Königstiger gefahren hatte, wo das Fahrzeug vorne hergefahren ist. Hier, wo wir hier die ganze Ortschaft durchgefahren sind. So. Meine, der nächste Ort ist meine. Die Straße auch schön breit. Könnte passen. Kau Krehweiler, jawohl. Ja, alles gut. Du hast Telefon am Ohr, der Opa. Alles gut. So, da vorne ist mein
Ein Ort. Mal gleich gucken, dass ich am Ortsschild stehen bleiben kann irgendwo. Dann müsste ich. Man sieht links hinter den Häusern sieht man ein einzelnes Haus stehen und da hinten dran, wenn ich das recht weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte Bagger. Ich glaube, das mit der Kreuzung, das wird aber nichts da, ne? Muss ich hier einen Weg? Ich glaube, ich bleibe hier einfach mitten drin stehen. Ist direkt ein Weg da vorne dran, aber ich. Hier ist gerade. Ich muss noch mal gucken. Augenblick. Irgendwie wieder voll die Seuche am Fußschuh, keine Ahnung. Kann man das Öl sehen? Die Bagger bei uns hinten auf. Die Bagger, wenn die Löffel bei uns auf dem Platz stehen, hinten, wo die Löffel stehen sollen, habe ich jetzt Schlüssel wieder gehäuft, ne? Ja, dann sind die normalerweise fertig. Hat wieder irgendjemand hingestellt. Ohne Bescheid zu sagen, dass der Löffel einen Schaden hat. Ja. Also werde ich den Löffel nehme ich jetzt definitiv wieder mit nach Hause. Tiefleiter mit der Vollhänge mit dem Öl, kennt dich Nahwerder. Was ist da das? Ein Schiefschaukelbagger-Gap. Der war immer so. Keine Ahnung. Ach, Spiegel habe ich jetzt natürlich wieder nicht. Ach, vor lauter Erregung. Moment, ich muss da mal raus. Was von hin oder kommt da nichts von hin? Kommt was von hin? Gut, der fährt. Ich schwenke mal doch gleich mit. Gucken, wie ich das jetzt mache. Ich den jetzt hinstelle. Muss es so machen. Den jetzt hinstellen, den hinten dran drehen. Sorry. Der Bagger so, das ist. Hat er nie gemacht. Springbagger. So. Krieg ich den. Doch. So.
Moment. Jetzt geht's. Ach ja. So, gehen hier vor. Sorry, wenn es wackelt. Du hast gerade die Aufnahmen kaputt. Also. Die Platte hinten dran ab. So. Das da. Einmal. Den hängen wir jetzt wieder an. Dann fahre ich ein Stück runter. Heimschreiben, dass es dir gut geht. Thank you.
gleich. Ich mache jetzt nicht zum Runterfahren, weil ich gleich hinter stehen, der Arm. Und wenn ich ohne bin, dann kriege ich den rein. Ob ich die jetzt wieder zusammenhängen soll oder nicht. Das warte ich noch ab. Zwei Autos, drei Autos.
Katastrophe, echt. Naja. Hört sich jetzt zwar doof an, ja, aber ich denke, es war der einfachste Weg so. Wie gesagt, die Ortsdurchfahrten sind alles sehr, sehr eng. Gut, wahrscheinlich hätte ich ja keine durchfahren, ja, es wäre. Gehen wir davon aus, es wäre wenig bis gar nichts entgegengekommen. Ich habe jetzt hier gedreht. Und alles ist gut. Mehr oder weniger. Hallo am Dienstagmorgen. Dienstag? Haben wir Dienstag? Ja. Oder? Ich. Heute Morgen meine zwei Fahraufträge sind quasi weggebrochen. Ich sollte zuerst den Königstiger, den Holzender umsetzen, denn der ist gestern im Laufe des Tages oder am Sonntag schon, weiß ich nicht genau, der ist abgefackelt, der ist abgebrannt. Da kommt jetzt die Tage, kommt eine Ersatzmaschine und ja, dann geht es halt weiter mit dieser. Dann der zweite Auftrag wäre ein Bagger nach Hanau, der steht irgendwo in Sembach oben. Der ist auch defekt. Den kann ich auch nicht fahren. Und alles andere wäre erst für heute Nachmittag geplant. Jetzt steige ich in meine alte Mühle. Mache die noch ein bisschen sauber außenrum. Wasche die. Der wird morgen geholt. So. Kann nicht mehr sagen. Später muss der LH noch gefahren werden, wobei ich nicht weiß, ob ich den fahre. Es gibt mir den Tag. Ich kann mir auch denken, wie das dann ausgeht später. Um 13 Uhr oder so kommt der Anruf, der Bagger nach Hanau geht wieder. Fahr hoch, laden und fahre schnell. Dass es ja 20 Uhr wird heute Abend. Ich muss gucken, wo der Bagger steht. Hier ist die Zielstraße, Zeppelinstraße. Wie gesagt, ich weiß nur hier vorne von einem Bagger, der. Aber das ist kein ONK, ich weiß nur von einem Hitachi. Der müsste genau hier drin stehen. Hier auf der linken Seite. Ja, genau, das ist er. Das ist er. Ja.
muss ja nicht immer alles gehen. So. Nochmal groß, weil hier kenne ich also das Bild groß, weil hier kenne ich mich nicht aus. Bin ich auch falsch gefahren eben, keine Ahnung. So, vorne links ab und dann sicher, ja. Ja, scheint so. Quatsch, rechts ab, sorry. Rechts ab. Ah. Ich war in der Scheiße gebaut. Sah so aus, als müsste ich links abbiegen. Gut, das links ab wird hier sein, ne? Hier gelandet. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach du, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Jetzt rechts runter. Es geht ja, das sah ja eben schlimmer aus, wie es ist. So, da vorne sehe ich schon Autos stehen. Gut, ich muss da rein. Mal ausmachen. Jetzt nicht, muss ich hier rein. Ach, da ist er ja, der Kollege. Da ist er ja, der Kollege. Na, Dorin. Ich bleib hier mal stehen. Ich bleib hier mal stehen. Ein Auto hinten dran, ne? Oder? Ich hoffe nicht, jetzt gegenüber dieser Einfahrt. Das ist wieder blöd, ne? Und hier ist eine Ausfahrt. Ja, da wird jetzt kein großer Reinfahrer wohl. Gucken wir mal, ich lauf mal davor. So, Kommando zurück. Ich muss gar nicht raus, ich muss da rein. bin nicht angeschnallt, sorry, ich könnte gleich laut werden. So.
gut, dann laden wir hier ab, denke ich. Hier auf dem Beton ist es auch gut, da müssen wir auch nichts hinlegen. Rückwärts, ganz sicher rückwärts. Ganz sicher rückwärts. Mir dann aber gut. Meine drehen wir halt nochmal, alles gut. Das innere Rad sieht mir so schwarz aus. Ja, wenn ein Rad schwarz aussieht, richtig dunkel gegenüber der anderen Räder quasi. Das heißt, es ist dann warm. Das läuft wegen irgendwas, ja, warm, heiß, keine Ahnung. Aber vielleicht täuscht es auch nur im Spiegel so. Aber das sah mir, das ist jetzt halt natürlich, ne? Spiegelarme nicht mehr weit genug draußen. Das ist jetzt halt natürlich. Da siehst du nicht mehr, was da ist. Das ist halt jetzt blöd, ne? Ich meine, das Tor fällt zu, oder nicht? Das erste Mal rückwärts fahren mit einem großen Bagger drauf hin, ne? Also muss ich schon sagen, ich kann ein bisschen gerade ziehen. So, 17 Uhr zu Hause im Hof. Haben wir gerade mal noch einen Spaten geholt. John Spaten. Sorry, der war schlecht. Ah, jetzt ist die Kamera um. Fahre ich rüber in den Hof, beziehungsweise in meine Halle und mache Feierabend heute. Büro ist keiner mehr da. Keine Ahnung, was es gibt. Blümchen. Ich bin nicht angeschnallt. Ich versuche nicht schneller wie 10 km/h zu fahren. Kriege ich das hin? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ja, machen wir Schluss für diese Folge. Ich habe ja die ganze letzte Woche, heute ist Dienstagabend, das war ja gestern nicht viel, heute nicht viel. Ja. Samo. Gut, danke ich mich fürs Zusehen. Ich fahr keine 10 km/h. Ich brauche so ein Teil. Verdammt. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.